So, grüß euch. Achso, warte mal. Ja, jetzt nur wegen Heige. Also, grüß euch, Kohle miteinander. Ja, man hat es eh schon gehört, gell? Mutz hat ja da momentan wegen Coronavirus. Ja, alle möglichen Veranstaltungen werden jetzt abgeblasen, zumindest einmal im März. Ja, sicher ist es ärgerlich, ungut, hilft eh nichts. Auf jeden Fall sind jetzt von mir ein paar Veranstaltungen verschoben worden. Mann, wie ist das nochmal geschwind? Über 100 Leute dürfen keine Zuschauer im geschlossenen Raum sein. Das ist jetzt bei mir so, die Menschen gedacht, jetzt spielen St. Michael im Lunga und Martin Kaufmann. Ich habe schon gesagt zum Manager, weißt du was, reißen wir einfach das Dach weg da drüben beim Kultursaal. Dann dürfen wir 500 Leute zubelassen, aber ich glaube, das ist behördlich momentan nicht so leicht, dass wir das bewerkstelligen können. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Termine verschoben. April wäre in Wien, ist noch nicht fix, aber das werden wir im September jetzt noch machen. Casino Graz haben wir noch keine Absage gekriegt, vielleicht ist es am 1. April. Aber ganz fix haben wir verschoben, ist jetzt einmal St. Michael im Lungau. Da wäre ich halt am Samstag gewesen, da spielen wir jetzt am 23. Mai. Ja, und am 28. Mai spiele ich jetzt in Mattighofen, da wäre ich morgen gewesen. Ja, kann man nichts machen. Mir tut es sehr leid, ich war gerne nach Mattighofen und St. Michael gefahren, aber jetzt hilft es nichts. Jetzt bin ich daheim in Steuer eingesperrt, mehr oder weniger. Jetzt muss ich halt ein bisschen Futter richten. Ja, wie gesagt, ja, wir können jetzt das nicht ändern. Ich beiß mal damit durch, 2-3 Wochen. Der Kanzler hat eh gesagt, wir müssen alle sozialen Kontakte jetzt einschränken. Man, für mich ist jetzt eh ein Vorteil, weil jetzt an kann ich dann mit ruhigem Gewissen, wenn meine Schwiegermutter vor der Haustür mir klingelt, die Haustür zulassen und ausrufen, Schwiegermutti, tut mir leid, ich darf keinen Kontakt mit dir haben, das geschieht nur zu den Besten, der Bundeskanzler hat es angeschaffen, kann man nichts machen. Also wie gesagt, wir werden auf Facebook und YouTube ein bisschen, wir auch ein bisschen mögen bei euch, hilft eh nichts, tauchen wir mal geschwind durch, ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund und bis bald einmal. Vielen Dank.